Hallo und herzlich willkommen zurück beim digitalen Wissenswerk in unserer kleinen Videoreihe über das Arbeiten mit Formatvorlagen in LibreOffice. In den ersten beiden Folgen haben wir uns bisher mit Absatzvorlagen auseinandergesetzt, mit Überschriften und Textkörper hauptsächlich. Wir haben Überschriften automatisch nummeriert, wir haben Inhaltsverzeichnisse erstellt, wir haben grundsätzliche typografische Einstellungen vorgenommen und wir haben auch Kopfzeilen eingerichtet. Alles Dinge, die eure Arbeit mit wenigen Klicks einfach wesentlich professioneller und wesentlich besser wirken lassen. Heute in der letzten, in der dritten Folge dieser Reihe wollen wir uns mit einer etwas anderen Art von Vorlagen beschäftigen, eben nicht wie bisher mit Absatzvorlagen, sondern mit Seitenvorlagen. Wir haben ja in der Arbeit immer auch so ein paar spezielle Seiten. Wir haben die Seiten mit dem Text, die ganz normal, so standardmäßig durchformatiert werden. Aber es gibt eben auch, je nach Anforderung, eine Titelseite. Man kann das Inhaltsverzeichnis auf eine Extra-Seite platzieren. Es gibt Seiten für das Literaturverzeichnis, die vielleicht ein bisschen anders formatiert werden sollen als die Standardseiten. Ihr seht hier vorne, dass die Titelseite der Arbeit, mit der wir uns die letzten beiden Folgen über beschäftigt haben. Und ihr seht schon, hier oben ist diese Kopfzeile. Wir haben der Formatvorlage Standard, haben wir diese Kopfzeile zugeordnet. Und da diese Seite noch die Seitenvorlage Standard hat, ist da diese Kopfzeile drin. Und auf einer Titelseite braucht es keine Kopfzeile, weil da ist noch keine Seitenzahl, da ist auch noch kein Kapiteltitel. Und das sieht einfach komisch aus, dieser schwarze Strich da oben. Deswegen gibt es praktischerweise in LibreOffice die Seitenvorlage erste Seite. Und was ich mit der Seitenvorlage tatsächlich mache, ich klicke einfach in die Seite und klicke dann hier, habe ich hier die Absatzvorlagen, hier die Seitenvorlagen, ich springe nochmal zurück. Das sind die Vorlagen, die wir schon kennen. Dann haben wir dann noch die Zeichenvorlagen und die Rahmenvorlagen, die interessieren uns jetzt gerade nicht. Das vierte sind dann die Seitenvorlagen. Und hier bin ich jetzt in der Seite drin und klicke dann auf erste Seite und ihr seht sofort, aha, die Kopfzeile verschwindet. Jetzt stört einen vielleicht noch, dass der Titel hier so weit oben ist. Das können wir wieder über Absatzvorlage machen. Da haben wir die Variante Titel ändern über dem Absatz und da machen wir jetzt mal so richtig, richtig großen Abstand, 7,4 cm zum Beispiel. Jetzt sieht das eher so in der Mitte aus und wir können jetzt noch, wenn ihr zum Beispiel Matrikelnummer euren Dozenten, den Seminartitel und so weiter eingeben müsst, könnt ihr einfach hier runter wandern. Da nutze ich dann tatsächlich auch mal selbst diese leeren Zeichen, weil das jetzt dann ein bisschen aufwendig wäre, das manuell einzustellen. Und könnt dann hier unten irgendwie eure Matrikelnummer noch einschreiben und so weiter und so fort und die notwendigen Angaben machen. Das ist dann einfach eine schöne, eine übersichtliche und eine ganz, ganz klare Titelseite. So. Die haben wir jetzt erstmal schön formatiert. Hier unten könnt ihr eben noch eure Daten einfügen. Gehen wir mal weiter runter. Jetzt sind wir hier bei dem Inhaltsverzeichnis. Und das Inhaltsverzeichnis hätten wir wahrscheinlich auch ganz gerne auf einer eigenen Seite. So, wie kriegen wir das hin? Wir gehen direkt hinter das Inhaltsverzeichnis. Das ist jetzt hier an diese Stelle vor dieses Absatzende. Und haben dann hier das wunderbare Einfügen, manueller Umbruch, Seitenumbruch. So, das ist erstmal ganz banal. Das können wir erstmal machen. Wir sehen, aha, schön, das erste Kapitel ist jetzt auf die Seite gerutscht. Wir haben jetzt hier oben diese leere Zeile, die wollen wir nicht haben. Löschen wir weg. Aber jetzt haben wir das Inhaltsverzeichnis auf einer eigenen Seite. Dann sehen auch hier wieder, Kopfzeile. Kopfzeile, doof, wollen wir nicht. Das Inhaltsverzeichnis ist auch noch etwas, das hat keine Kopfzeile. Das heißt, wir gehen wieder zu den Seitenvorlagen und haben jetzt hier, aha, Verzeichnis. Verzeichnis klingt gut, weil das Inhaltsverzeichnis, machen wir das mal auf. So, ist die Kopfzeile weg. Wunderbar. Jetzt haben wir das Inhaltsverzeichnis und eigentlich wirklich eine schöne Seite. Man könnte jetzt hier drunter vielleicht noch das Abstract oder sowas positionieren. Müsst ihr gucken, wie ihr das schön findet, was ihr gut findet. Man kann die Seite auch tatsächlich einfach so lassen. Und jetzt scrollen wir mal weiter runter. Oh, hier haben wir jetzt irgendwie ein neues Format. Hier sind die Kopfzeilen weg. Das wollten wir nicht. Wir wollten ja eigentlich nur dieser Seite die Vorlage, Verzeichnis zuordnen. Das liegt daran, dass Seitenvorlagen einen gewissen Fluss haben. Habt ihr das gemerkt? Hier konnten wir sagen, erste Seite. Und dann hat das hier
hier nichts verändert. Hier mussten wir dann manuell noch sagen, Verzeichnis, damit die Kopfzeile verschwindet. Hier ist jetzt auf einmal aber die Kopfzeile verschwunden. Woran liegt das? Wir haben hier, wenn wir uns diese Seiten angucken, gehen wir in die erste Seite, ändern, haben wir hier Name, erste Seite und eine Folgevorlage. Die Folgevorlage gibt sozusagen an, welche Formatvorlage die nächste Seite haben wird, die Seite, die auf diese Seite folgt. Und wir haben bei erster Seite die Folgevorlage Standard. Okay. Deswegen hatte das hier dann noch die Vorlage Standard. Jetzt haben wir dem hier die Vorlage Verzeichnis zugewiesen. Jetzt können wir mal im Verzeichnis gucken. Folgevorlage, aha, Verzeichnis. Woran liegt das? Nun ja, die erste Seite ist eigentlich immer eine Seite. Die hat keine zweite Seite, die dieselbe Vorlage erste Seite kriegt. Weil es nur eine Titelseite gibt. Verzeichnisse können aber durchaus über mehrere Seiten gehen. Problemlos. Und deswegen ist hier die Folgevorlage Verzeichnis. Gut, das wollen wir auch an der Stelle erstmal nicht verändern. Aber was wir dann einfach machen, wir gehen in die dritte Seite, wählen hier oben die Seitenvorlage Standard und schwupp sind unsere Kopfzeilen auch wieder da. So. Und hier ist sie dazugekommen. Das ist jetzt verwirrend. Und da kommt eine Sache ins Spiel, die leider nicht ganz intuitiv ist, weil diese Folgevorlagen, auch hier ist das wieder dazugekommen, die spinnen manchmal ein bisschen rum. Gerade so, dass wenn man unten irgendetwas zuweist, dass dann oben das auch zugewiesen kriegt. Dafür gibt es dann natürlich wie immer einen Trick, indem man sich von vorne sozusagen, von der ersten Seite an, durch das Dokument durcharbeitet und einfügen, manueller Umbruch. Und dann Seitenumbruch und dann kann man nämlich die Formatvorlage der nächsten Seite definieren. Dann kann man sozusagen diesen automatischen Fluss überschreiben. Und wenn ich jetzt sage, Formatvorlage der nächsten Seite bitte Verzeichnis, so, dann kann ich das einfügen. Jetzt bitte erstmal eine leere Seite, das kann ich dann aber wegnehmen. So, jetzt hat das hier noch immer Standard, den kann ich als erste Seite geben. Das hier, seht ihr hier, hat jetzt die Formatvorlage Verzeichnis. Jetzt dahinter natürlich auch wieder. Und wenn ich jetzt hier bin und einfügen, manueller Umbruch, Seitenumbruch, Formatvorlage, Standard auswähle, dann kann ich noch etwas weiteres machen. Ihr seht hier im Inhaltsverzeichnis, das erste Kapitel fängt auf Seite 2 an. Das passt irgendwie nicht. Wir wollen ja, dass das erste Kapitel auch auf Seite 1 anfängt. Und auch das Inhaltsverzeichnis soll in der Seitenzählung eigentlich nicht mitgezählt werden. Deswegen kann ich hier an dieser Stelle sagen, die folgende Seite soll bitte wieder mit dem Zählen bei 1 anfangen. Das heißt, ich füge jetzt hier unten einen Umbruch ein, dass eine neue Seite anfängt. Diese Seite hat die Formatvorlage Standard und fängt bei der Seitenzählung wieder bei 1 an. Auf OK. Lösche hier eben diese überschriftige Zeile und jetzt habe ich wieder den Seitenumbruch rausgelöscht. Da ist alles so, wie es sein soll. Wir haben hier 1, das erste Kapitel, Seite 1. Yay, 1, das erste Kapitel, Seite 2. Die Zählungen stimmen. Jetzt noch ein ganz wichtiger Punkt sozusagen zum Abschluss, den ich im letzten Video vergessen habe, beim Inhaltsverzeichnis. Dieses Verzeichnis, wie ihr seht, aktualisiert sich nicht automatisch. Hier steht, das erste Kapitel beginnt auf Seite 2. Das erste Kapitel beginnt aber auf Seite 1. Dafür müsst ihr nicht viel tun. Ihr müsst nur mit rechter Maustaste auf das Verzeichnis klicken und Aktualisieren auswählen. Dann geht der nochmal wieder einmal komplett durch das Dokument, holt sich die Überschriften und aktualisiert auch die Seitenzahlen. Das dürft ihr nicht vergessen. Das ist etwas, was ich immer mal wieder gerne vergessen habe und dann auch zu irgendwelchen Fehldrucken geführt hat, weil ich eben das Inhaltsverzeichnis noch aktualisieren musste. Und wenn ihr euch das Dokument jetzt anschaut, im Vergleich zu dem, wie es ganz am Anfang war, seht ihr, dass mit ganz wenigen Klicks und inklusive aller Erklärung, wenn man das kann, ist das in 10 Minuten ungefähr so formatiert, doch tatsächlich von einem einfach nur runtergeschriebenen, sehr, sehr langweiligen Text zu einem äußerst ansehnlich formatierten, zu einer äußerst ansehnlich formatierten Arbeit geworden ist. Ich kann vielleicht noch einen weiteren kleinen Trick nutzen, wenn man mit großen Kapiteln arbeitet, dass man sagt, die großen Kapitel, die sollen immer auf einer neuen Seite beginnen. Das braucht man vielleicht bei einer Hausarbeit noch nicht, wo auch die Seitenzahl ja oft ein bisschen kritisch ist.
man ein bisschen Platz sparen muss. Aber man kann nämlich bei den Absatzvorlagen und den Überschriften, jetzt hier die Überschrift 1, ändern, kann ich auf Textfluss gehen und habe hier diese Kategorie Umbrüche. Kann dann sagen, einfügen, Typ, Seite, Position vor. Das heißt, ich kann sagen, vor dieser Überschrift, mach bitte einen Seitenumbruch. Ich kann dann sogar noch Vorlagen verändern, das will ich jetzt nicht. Dann auf Enter und auf einmal haben wir tatsächlich Überschrift 1, haben wir tatsächlich für jedes große Kapitel, das auf einer neuen Seite beginnt. Das ist so das Standardformat, was ihr zum Beispiel in Büchern seht und was ich gerade bei Bachelor- oder Masterarbeiten einfach sehr angenehm finde, weil es ein bisschen Luft verschafft, weil es auch einmal als Leser so ein bisschen deutlicher macht, okay, hier endet jetzt ein Kapitel. Wir sehen jetzt hier oben noch diesen großen Abstand, den brauchen wir jetzt natürlich nicht mehr, weil sowieso eine neue Seite beginnt. Deswegen können wir den noch hier oben rauslöschen, tatsächlich auf 0 setzen. Wir haben jetzt eben genau immer den Beginn. Man kann dann, wenn man will, noch irgendwie so rumprobieren, dass hier oben dann auch der Titel nicht erscheint, wenn das Kapitel sowieso gleich anfängt. Das wird dann aber ein bisschen aufwendiger und ein bisschen tricky. Da will ich euch jetzt nicht mit belästigen. Wenn ihr die Sachen, die ich jetzt hier euch vorgemacht habe, konsequent bei allen Hausarbeiten anwendet oder auch bei allen anderen Arbeiten, die ihr in irgendeiner Form schreibt, werdet ihr merken, dass ihr einfach schöne Arbeiten schreibt. Ob die dann inhaltlich gut sind, ist natürlich nochmal eine andere Frage. Aber zumindest, wenn ihr sie abgibt, wird der Dozent merken, okay, derjenige hat da Energie reingesteckt. Der hat irgendwie sich Gedanken gemacht, das auch für mich angenehm lesbar zu machen. Und das ist ja doch auch immer sehr wichtig. Und so, wie ihr seht, ich mache nochmal die Steuerzeichen weg, habt ihr einfach ein schönes Dokument, das man gut lesen kann, das sauber formatiert ist, das übersichtlich ist und wo man sich schnell drin orientieren kann. Eben auch wegen des aktuellen Inhaltsverzeichnisses. Macht es einfach so und sowohl ihr als auch eure Dozenten und oder Prüfer werden einfach mit euren Arbeiten großen Spaß haben. Das war's mit dieser kleinen Videoreihe vom digitalen Wissenswerk. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt und nehmt was mit. Wie immer könnt ihr mir gerne Kommentare hier unter dem YouTube-Video hinterlassen oder auf meiner Webseite digitales-wissenswerk.de. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die natürlich auch an den beiden Orten stellen. Und ansonsten freue ich mich, von euch zu hören, auf welchem Kanal auch immer. Und wünsche euch bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Artikel, Video, was auch immer. Viel Spaß!